Moin, moin, liebe Leute. Ja, falls ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, dann habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar möchte ich einfach mal probieren, meine Let's Plays im Livestream aufzunehmen. Wir haben jetzt gerade 7:45 morgens und 12 Leute sind dabei, mir zuzuschauen, wie ich jämmerlich in Isaac versage. War ja auch so ein Spiel, was ich eigentlich schon längst angefangen haben wollte zu spielen, aber irgendwie, naja, hat mich wieder mal so die Demotivation gepackt und deswegen auch die Idee mit dem Stream und alles, aber das interessiert euch alles gar nicht, denn ihr wollt mich versagen sehen, deswegen legen wir jetzt direkt mal los und zwar mit einer neuen Datei. Ihr seht, ich bin nicht komplett unfähig, ich habe einmal Moms Heart besiegt, nachdem ich 10-mal gestorben bin oder so. Na gut. Dann fangen wir mal an. Und zwar, ja, wir haben ja nur Isaac, ne? Was sollen wir sonst machen? Ja, wenigstens starte ich direkt hier. Und wir können durch Türen gucken. Was recht praktisch ist, wenn man dann sowas direkt sieht. Ein Schlüssel. Naja, besser als nie. Und du willst einen Schlüssel haben, ne? Ich habe dir noch nie einen Schlüssel, ich habe dich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe ja zwar schon ein bisschen gespielt, aber dich habe ich noch nie gesehen. Na, ich guck mal, wie viele Schlüssel ich erstmal auf der Ebene habe. Weil ich habe lieber ein paar Schlüssel zu mehr als zu wenig. Und ich bin wirklich unfähig, ne? Also falls ihr jetzt hier diese ganzen Runs erwartet, wo man halt wirklich immer gewinnt, und sich da eigentlich... Jesus Christ. Ich muss erstmal lernen, dabei zu reden. Und dabei halt nur welche Challenges macht, das werdet ihr hier nicht finden. Ne? Also hier werde ich oft sterben und ich bin schlecht und ich habe verdammt viele Schlüssel gekriegt. Und da oben ist auch noch ein Geheimraum. Aber, weißt du was, ich gebe dem einfach mal ein paar hier. Weil, warum nicht? Vielleicht gibt er mir was Tolles, vielleicht gibt er mir auch gar nichts. I don't know. Du gibst mir natürlich gar nichts, ne? Arschloch. Das habe ich gerne. So, und so vergeudet man 3 Schlüssel, liebe Kinder. Es geht ganz einfach. Na gut, zum ersten Boss, Duke of Flies. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht bekämpft hier. Und ich finde ihn auch ultra nervig. Weil er halt nicht an ihn rankommt. Mit seiner Scheiße da. Sonst habe ich immer Monstro oder Larry Jr. hier. Immer. Hier geht mir vielleicht doch die Nüsse. Aber wenigstens renne ich nicht mehr in jeden... Vergesst das, was ich gerade sagen wollte. Ich habe nie etwas gesagt. Nie. Ich habe nie etwas gesagt. Der Typ, der geht mir so derbe auf den Piss. Sowieso alles, was hier mit Fliegen zu tun hat, geht mir derbe auf den Piss. Wow. Piss. Weil ohne Schaden dauert es halt erstmal eine Dreiviertelstunde. Wow. Aber gut, da habe ich mich auch einkesseln lassen. Und diese fetten Fliegen, die nehmen ja auch zu viel, beziehungsweise zu wenig Schaden. Geht kaputt. Und ihr verschwindet. Dankeschön. Ja, wenigstens komme ich wieder auf volle Herzen. Und habe noch ein HP ab. Oh, ist ja jetzt nicht ganz so übel. Aber keinen Schlüssel für die nächste Ebene. Und keine Bomben und kein gar nichts. Na gut. Dann gucken wir mal, was uns im Basement 2 erwartet. Mh, eine leckere Kiste.
Wenn ich jetzt doch nur einen Schlüssel hätte, statt sie einem Pennerbaby zu geben. Goddammit. Man lernt aus seinen Fehlern. Also ich zumindest irgendwann mal. Nicht immer, aber irgendwann mal. Ja, hör auf zu heulen. Du wurdest auch vorher nicht geliebt. Das sind meine absoluten Hassgegner schon seit dem ersten Teil von Isaac. Diese rotzenden Fliegen. Aber diese Knochenwerfer haben sich jetzt auch zu einer echten Last heraus entwickelt. Ich glaube, ihr verwandelt euch irgendwann mal in diese Knochenwerfer in irgendeiner Ebene, ne? Zumindest seht ihr ähnlich aus. Na, immerhin eine Bombe. Ich weiß ja noch nicht so hundertprozentig, wie man die blauen Steine erkennt. Aber ich kann hier ein Bömmchen legen. Und bekomme dafür einen Odd Mushroom. Der ist doch mal praktisch. Da sage ich nicht nach. Und wie viele Arten von beschissenem Kackfeuer es hier gibt. Und da drüben hätte ich zwar ein Herz gekriegt. Wie süß dieser einzelne Köttel da rumliegt. Aber ich bräuchte jetzt doch nochmal einen Schlüssel. Das fände ich ganz, ganz super eigentlich. Lass mich echt von allem treffen. Ja. Bin aber auch gerade unvorsichtig. Aber solange ich Herzen finde, ist das noch voll okay eigentlich. Komm, Schlüsselchen. Ne, dafür komme ich hier eine Perle. Was kann ich bei dir machen, wenn ich hier nicht bin? Vollbombe. Du explodierst. Ich habe noch kein Leertasten-Item, von daher ist das auch recht sinnlos gerade. Bombe, Bombe, Bombe. Aber kein Kackschlüssel. Aber gut, die Bombe, die kann ich hier nochmal gebrauchen. Und sehr ein Herz. Nee, nee. Wiggle Waggle. Ach, ihr macht hier den, ne? Ja. Nehme ich mal mit. Ich kann hier nur durch die Gegend schieben, weil ich noch kein Leertasten-Item habe. Ich kann nur hoffen, beim Boss jetzt noch einen Schlüssel zu kriegen. Dingel. Ein dicker Haufen Kacke. Wow. Lass mich gerade auch von allen treffen. Ich muss halt noch die ganzen Boss-Pattern lernen, ne? Hab ich noch nicht. Oh, das war eher Glück. Zwei. Ich weiß, dass du dreimal chargst. So viel weiß ich noch. Monstrous Tooth appeared in the basement. Sag ich doch nie nein. Ach, ich hätte erst das hier aufsammeln sollen für ein HP. Ach nee, kriege ich volle HP durch. Ist schön, aber ich konnte leider... Nee, kann ich nicht. In den Shop brauche ich auch einen Schlüssel. Na gut. Dann geht's einfach weiter. Gibt's in den Caves? Kackte Fledermäuse. Boah. Oh, euch. Okay, die Fliegen, die sind auch nicht mal so schlimm, wenn ich an die Viecher hier denke. Ob jetzt die stationären oder hier die rumlaufenden Kackviecher. Der Wiggle ist vielleicht doch gar nicht so geil, wenn ich drüber nachdenke. Ach ja, renn rein. Ich
muss definitiv noch dieses Ausweichen lernen. Ich hab gehört, das hat mal Vorteile. So hin und wieder. Und nichts dafür gekriegt. Das hat sich ja gelohnt. Zumindest liegt hier ein halbes Herz, nehme ich. Ach, hier. Eigentlich hasse ich fast alle Gegner hier. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, diese Wiggle-Tränen sind echt kacke ein. Ich weiß ja noch nicht mal, was die Perle gemacht hat. Ich hab's einfach da liegen lassen. Ah, was soll's. Aber ich will das Spiel halt auch alleine rausfinden, ne? Ich lerne ja nicht, was macht, wenn ich es mir immer vorsagen lasse. Ich spoiler mich dann immer, wenn ich es gefunden habe. Ja, bitte alle weiterhin in die Richtung gucken. Ah, nicht so. Ja, nervt das. Komm mal her. Komm mal her. Ja, brav. 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 Ich habe aber auch noch keinen Schaden, ne? Nee. HP-Upgrades, aber kein Schallschaden. Ja, euch mag ich auch nicht besonders. Wow, ich renn voll rein. Ich hab da echt ein Talent drin, muss man ja sagen. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Hier ist noch die harmloseste Variante, aber ich renne rein. Ich lasse mir Schaden geben. Ich kann das. Gut, das heißt, hier kann ich alles aufmachen jetzt, ne? Ja. Noch ein HP ab. Na gut. Sag ich nicht nein. So scheiße wie ich bin, kann viel Leben eigentlich immer nur helfen. Kann ich auch mal in den Shop gucken, was ich für 2 Münzen bekomme. Ja, wie zu erwarten, nix. Ich spende. Weil da kriegst du ja dann auch Sachen für, wenn du genug spendest. Bleib mal schön da unten. Du bist hässlich, keiner mag dich. Die mich nie getroffen haben, das grenzt schon fast an Wunder. Ich hasse euch manchmal so sehr hier in diesem Spiel. Aber ich habe eine Bombe. Das ist Mysterious Candy. Ich weiß nicht, was es tut. Vermutlich ist es deshalb mysteriös. Dankeschön. Kann ich auch nichts für. Einen Raum kann ich nicht aufmachen, weil mir eine Bombe fehlt. Ansonsten können wir uns nur dem Boss widmen. Gertie. Ach. Okay, du machst das. Das ist lustig, wie ich in meinem anderen Run den noch nie bekämpft habe. Macht nichts, ich habe genug Leben. Oh, könntest du endlich sterben? Normalerweise wäre ich schon tot. Aber zum Glück bin ich es nicht. What's all this? Es wird nur Scheißpillen sein, ich sag's euch.
Der erste Run, weißt du? Und sofort der IM-Error-Raum. Der erste Run. So, ich habe jetzt 6 Schlüssel. Ich möchte denen nicht wieder alle meine Schlüssel geben. Nee, ich lasse es mal. Aber schön mal zu sehen, wie der aussieht. Den hatte ich noch nicht mal im alten Stream. Na, gut. Okay, den Rest der Pillen darf ich also nicht aufsammeln. Das ist schön. Ich will nicht wissen, wie viele Leute mich jetzt anschreien, weil ich irgendwas in diesem IM-Error-Raum falsch gemacht habe oder nicht gemacht habe oder sonstiges. Ich will es echt nicht wissen. So, Envy, alte Socke. Ich habe zwar gesehen, dass hier ein Bossraum ist, aber die kleinen Bosse, die kriege ich meistens noch recht gut kaputt. Also selbst ich. Wenn du nur ein bisschen nervig bist, weil du halt so ewig brauchst, um drauf zu gehen. Vor allem, weil ich dich nicht treffe. Immer erst versuchen, die Kleinen wegzukriegen. Jetzt geht das hier ein Ausweichspiel. Okay. Vor allem, wenn auf einmal hier Kacke liegt, aus irgendeinem Grund. Ich meine, das ist ein fliegender Kopf. Wie kann der kacken? I really don't know. Aber irgendwie scheint das zu funktionieren. Komm. Komm, danke. Kann ich mich um dich kümmern. Hier, die Kacke war nicht mal in deiner Nähe. Ach, kommt das vielleicht durch das Mysterious Candy, dass ich auf einmal ständig kacken muss und mir selber Kacke in den Weg lege? Ich weiß nicht, ob das dann so ein gutes Item ist. Ich meine, klar, in der Kacke kann was drin sein. Gott, so ohne Kontext hört sich das auch geil an, ne? Als ob ich über meinen Stuhlgang rede und jeden Morgen durchsuche. Könnten ja ein paar Münzen drin sein. Schubdabub. Den kenne ich noch. Ah, besser als gar kein Space-Item. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber gut. Wie du gleich hier reinrennst, ne? Immer schön auf der anderen Seite. Das Ausweichen, das muss ich noch üben. Das Lustige ist, ich bin auch viel besser in dem Spiel, wenn ich es nicht streame. Wirklich. Ein bisschen. Zumindest. Ist wieder was Schlechtes. Na, Pheromone. Gut. Geh erstmal hier unten gucken. Da vorne ist ein großer Raum. Oh ja, hier. Das ist an Ecken hängen zu bleiben. Jetzt kriege ich Schlüssel, weißt du? Ohne Ende. Jetzt könnte ich Herzen gebrauchen. Ja, nee, ist klar. Alter, was ein Raum. Ich habe ein Herz bekommen, aus mysteriösen Gründen. Ich sollte niemals sagen, dass ich einen Gegner hasse. Nachher kriege ich ganze Räume da voll. Da voll. Davon mit voll Dings. Ihr wisst schon.
So, Kollegen, macht mal Platz. Danke für den Schlüssel, an den ich hier rankomme. Wäre nicht nötig gewesen. Jetzt fühle ich mich echt verarscht, weißt du? Ich sage, welche Gegner ich hasse. Schon wieder einen Raum damit. Alter, aber gerade so. Die haben aber auch eine perverse Reichweite teilweise. Goddammit. Dann kriegst du noch nicht mal Herzen nach sowas, Alter. Fishhead, it stinks. Ich weiß alles nicht, was es tut. Na danke, wäre doch nicht nötig gewesen. Auf jeden Fall gibt's hier erstmal den hier. Piggy Bank, my life savings. Was es tut, keine Ahnung. Ihr wisst das vermutlich schon alle, ich aber nicht. Hier liegt ein schwarzes Herz. Komme hier aber nie ran. Okay, bekommt immer Geld, wenn ich getroffen werde. Das bringt einem aber nichts, wenn man gleich tot ist. Das bringt einem ganz und gar nicht. Oh fuck. Ich dachte, ich hätte den Raum schon gemacht. Fun Fact, habe ich nicht. Ich wollte zum Fragezeichen raus. GG. Ich hab gesagt, ich bin schlecht. Was willst du machen? Na gut. War ein lustiger erster Run. Und ich würde sagen, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Kommentar und eine Bewertung da. Ja, ich werde wieder anfangen, das zu sagen, weil ihr es sonst vergesst. Ich weiß, ich nehme euch das nicht übel. Aber ich weiß, dass man das dann vergisst. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.